Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute gibt es die 9. Episode der 5 Minuten Raw Challenge. Und ich bin echt froh, dass diese Serie so lange hält. Ich hätte es eigentlich am Anfang gar nicht erwartet, aber ihr findet es immer wieder cool und von daher geht das auch immer weiter. Wer es noch nicht kennt, in dieser Serie geht es darum, dass ich 5 Minuten Zeit habe, Bilder von euch zu bearbeiten. Das heißt, ihr könnt mir Bilder zuschicken. Das könnt ihr einfach über WeTransfer tun. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung und da einfach mir dann eine RAW-Datei zuschicken, die ich bearbeiten soll, wo ich 5 Minuten Zeit habe und die ich natürlich vorher auch noch nicht wirklich gesehen habe. Also, lasst uns direkt anfangen nach dem Intro. So, ich habe hier wieder 2 Fotos, die ich heute bearbeiten werde und ich habe sie jetzt auch noch nicht weiter groß angeguckt, außer halt natürlich jetzt hier in Lightroom gezogen, aber ansonsten ist hier noch nichts weiter passiert. Denn das ist ja genau dieses Konzept von dieser Serie, dass ich wirklich 5 Minuten Zeit habe und ihr den Prozess mitbekommt, wie ich darüber denke, was jetzt hier passieren soll. Und ich würde sagen, lasst uns einfach mal 5 Minuten auf die Uhr packen und mit dem ersten Bild beginnen. Los geht's! So, ich habe jetzt hier ein Foto, ein Landschaftsbild. Landschaften, wisst ihr, gefallen mir immer sehr, sehr gut. Und von daher bin ich natürlich froh, dass ich auch sowas bearbeiten kann hier. Eine sehr schöne Spiegelung hier im Wasser. Wir haben ein schönes Vordergrundelement hier mit diesen Pflanzen. Und dadurch wirkt das Ganze gleich mal viel dreidimensionaler. Also sehr guten Job gemacht hier. Auch der Horizont ist nicht wirklich in der Mitte, sondern auf der Ein-Drittel-Linie. Also fotografisch gesehen ist das schon ganz cool. Und ich denke, dass man hier auf jeden Fall eine ganze Menge rausholen kann. Zu den Kameraeinstellungen ISO 800 hier und Blende 9 und eine 1250. Sekunde. Da hättest du wahrscheinlich auch mit der ISO-Zahl hier viel weiter runtergehen können und dann auch mit einer geringeren Verschlusszeit fotografieren können, einfach damit man hier einfach die Bildqualität noch ein bisschen besser herausbringt. Aber das nur am Rande, kannst du ja vielleicht beim nächsten Mal dran denken. Du hast es wahrscheinlich aus der Hand gemacht und dachtest, ja, das Bild muss unbedingt scharf werden, aber bei 32 mm reicht es auch, wenn du mit einer 100. Sekunde fotografierst, locker aus. Und von daher einfach beim nächsten Mal dran denken. So, jetzt möchte ich gar nicht lange weiter rumreden, sondern ich werde jetzt hier als erstes mal die Lichter ein bisschen abdunkeln, damit wir hier so ein bisschen mehr Zeichnung in den Himmel bekommen. Hier oben sieht der natürlich immer ein bisschen dunkler aus als unten. Das ist aber kein Problem, das können wir gleich noch ein bisschen korrigieren. Gleichzeitig werde ich auch die Tiefen ein bisschen aufhellen, damit wir hier auch gerade den Vordergrund so ein bisschen das Grün in die Pflanzen noch bekommen. Einfach hier ein paar mehr Details haben. Ja, ich denke, so sieht es schon ganz cool aus. So, und dann werde ich mal gleich als nächstes hier den Verlaufsfilter nehmen. Mit gedrückter Alt-Taste resette ich hier mal alles und werde dann die Belichtung so ein bisschen nach oben ziehen. Einfach, um das hier so ein bisschen vom Himmel her unten im See noch so ein bisschen auszubalancieren. Damit es einfach wirklich oben und unten gleich hell ist. Ja, da kann man jetzt hier mal so ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht so eine Dreiviertel Blende, vielleicht sogar eine ganze Blende. Ja, da muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, dass man hier die Bäume nicht zu hell macht. Von daher werde ich jetzt hier mal die Lichter wieder so ein bisschen abdunkeln. Einfach, um das ein bisschen zu kompensieren. Okay, dann drücke ich hier auf Fertig. Und dann können wir hier mal weiter in der Bearbeitung machen. Ich setze als nächstes jetzt mir einen Weißpunkt. Mit gedrückter Alt-Taste mache ich das Ganze. Dann kriege ich hier nämlich diese Maskenansicht. Und sobald ich jetzt hier ein paar Pixel sehe, das passiert genau jetzt, dann weiß ich, dass ich hier in diesem Bereich 100% Weiß habe. Und das ist ganz gut. Und genau das Gleiche mache ich mit den Schwarzwerten hier auch. Da kann ich ein Stückchen weitergehen und so baue ich mir einfach wieder so ein bisschen mehr Kontrast ins Bild. Ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Ich denke mal, den Kontrast insgesamt, diesen Kontrastregler hier, muss ich gar nicht groß anfassen. Klarheit werde ich auch nicht machen, wobei ich mit dem Pinsel hier mal noch so ein bisschen Klarheit reinmale, und zwar in die Bäume. Also auch da werde ich jetzt hier wieder das Ganze zurücksetzen mit gedrückter Alt-Taste und dann hier einfach ein bisschen Klarheit reingeben und vielleicht sogar ein bisschen Sättigung. Also ungefähr 20 Sättigung und 40 Klarheit. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen über die Bäume rüber malen und du siehst schon, ich kriege dadurch hier einfach mal so ein bisschen mehr Zeichnung in das Bild noch mit rein und so ein bisschen mehr Struktur. Und das, finde ich, wirkt auf das Bild sehr, sehr gut, weil man jetzt hier einfach ein bisschen mehr Kontrast aufbaut. Und vielleicht machen wir das hier auch unten in dem See. Ja, auch hier kriegen wir dann ein bisschen mehr Kontrast noch rein. Auf mich wirkt das auf jeden Fall sehr stimmig. Sehr schön. Gut, dann bin ich mit dem Pinsel hier fertig, kann also wieder auf Fertig klicken hier und dann gehe ich mal weiter nach unten in die HSL-Tabelle. Und da möchte ich jetzt hier auch noch so ein bisschen an den Grünwerten rumspielen, das heißt, ich möchte die Grünwerte so ein bisschen mehr Richtung Gelb schieben. Ja, wenn du meine Videos verfolgst, dann weißt du eigentlich, dass ich da ein großer Freund von bin, immer so ein bisschen die Grüntöne Richtung Gelb zu schieben.
Ich stehe einfach so ein bisschen mehr auf diese Herbstfarben und gerade weil wir hier auch in den Bäumen schon so diese Herbstfarben sehen, denke ich mal, ist es auch ganz schön, wenn man jetzt hier im Vordergrund auch so das Ganze so ein bisschen mehr herbstlich noch gestaltet. So, dann können wir auf jeden Fall auch von der Luminanz her gucken, also von der Helligkeit, dass die Grünwerte hier noch so ein bisschen heller werden. Und auch die Gelbwerte, die können auch ein bisschen heller werden. Sehr schön. Dann werde ich auf jeden Fall hier noch das Blau ein bisschen nach unten setzen. Das heißt, wir kriegen hier noch ein bisschen mehr Zeichnung in dem Himmel. Und jetzt muss ich mich fast schon ein bisschen beeilen hier. Von daher werde ich jetzt einfach mal noch das Bild schnell schärfen. Standardwert von 80. Das Ganze wird ein bisschen ausmaskiert mit meiner gedrückten Alt-Taste, damit auch wirklich nur die Kanten geschärft werden. Ich werde noch die Profilkorrekturen aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Ja, eine kleine Vignette wird es noch geben. So ungefähr minus 15. Und ich werde auch noch so ein bisschen Dunst entfernen reingeben, was das ganze Bild auch noch ein bisschen kontrastreicher macht und vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Farbe gibt. Ich finde, so insgesamt kann das Bild noch ein bisschen mehr Sättigung haben. So, jetzt muss ich natürlich hier darauf achten, meine Zeit ist schon abgelaufen, also viel mehr kann ich hier nicht machen. Ich denke mal, so ist es aber in Ordnung. Und ja, das waren jetzt hier so meine 5 Minuten. Ich glaube, ich könnte hier noch ein bisschen mehr machen, aber das war jetzt erstmal so das, was ich hier in den 5 Minuten gemacht hätte. Ich zeige dir nochmal einen ganz kurzen Vorher-Nachher. So sah das Bild vorher unbearbeitet aus und das habe ich jetzt gerade eben in den 5 Minuten draus gemacht. Also ja, man sieht schon ein bisschen einen Unterschied. Wir haben gerade in dem Himmel ein bisschen mehr Zeichnung bekommen und auch so ein bisschen mehr Farbigkeit einfach in das Bild gebracht. Aber ich denke, man kann hier noch ein bisschen weitergehen und das noch ein bisschen mehr optimieren. Aber 5 Minuten sind 5 Minuten. Lass uns gleich zum zweiten Bild rübergehen. Und auch das ja, ist ein Landschaftsbild im Endeffekt. Hier geht es jetzt um einen Wasserfall. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich habe noch nicht so viele Wasserfallbilder bearbeitet und wie das Ganze jetzt nach 5 Minuten aussehen wird. Also, los geht's. So. Ich bin mir jetzt gerade so ein bisschen unschlüssig hier wegen der Farbtemperatur im Bild, also wegen dem Weißabgleich. Ich werde das Ganze mal auf automatisch stellen und guck mal, was dann bei rumkommt. Ja, es wird so ein bisschen bläulicher, also ein bisschen kühler insgesamt, wobei mir das jetzt nicht ganz so gut gefällt. Ich glaube, ich mache so ein Zwischending. Also ich werde es ein bisschen kühler machen, aber das automatisch hat mir auch nicht gefallen. Das war ein bisschen zu kühl. Und von daher denke ich mal, mache ich es ungefähr so. Ein ganz bisschen werde ich die Tiefen aufhellen, die Lichter so ein bisschen abdunkeln. Und irgendwie gefällt mir das vom Bildausschnitt auch noch nicht so ganz gut. Von daher werde ich jetzt hier mal gucken, ob man das Ganze mal in ein 4:5 Format bringt. Ich glaube nämlich, bei mir gefällt zum Beispiel hier auf der Seite das hier unten nicht, dieser schwarze Punkt. Den mag ich irgendwie nicht so sehr. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier den Wasserfall auf der 1/3-Linie haben, sowohl hier als auch hier, vertikal und horizontal, ist das schon ganz gut. Deswegen werde ich jetzt hier mal auf OK drücken und das Ganze bestätigen. Ist ein bisschen ein anderes Bildformat, sagt nicht jedem zu. Ich finde es aber ehrlich gesagt ganz cool. So, dann werden wir mal noch ein bisschen Kontrast hier hinzugeben. Ja, kann ruhig ein bisschen mehr sein, so ungefähr plus 30. Und ich werde auf jeden Fall hier auch den Wasserfall gleich noch so ein bisschen betonen mit dem Pinsel. Ich werde insgesamt ein bisschen Klarheit mit reingeben in das Bild, ungefähr plus 10, das reicht schon vollkommen aus. Und dann werde ich als nächstes hier auch mal wieder mich um die Farben kümmern. Und hier einfach mit den Farbtönen mal so ein bisschen spielen. Ich denke mal, ich werde das Grün ein bisschen mehr Richtung Grün noch ziehen. Ja, das gefällt mir irgendwie besser hier in dem Fall. Ich habe ja gerade eben bei dem anderen Bild gesagt, ich bin immer ein Fan davon, das genau in die andere Richtung zu machen. Aber in dem Fall finde ich, wenn wir so hier so ein sattes Grün drin haben, dann sieht es irgendwie besser aus. Und gleichzeitig werde ich auch ein bisschen die Sättigung von dem Gelb rausnehmen, weil diese Gelbtöne stören mich so ein bisschen in dem Bild. Deswegen kommt hier das Gelb so ein bisschen raus und auch das Orange so ein bisschen von der Sättigung. Ja, das Ganze einfach so ein bisschen düsterer gestalten. Mal gucken. Ja, so gefällt mir das echt schon viel besser, muss ich sagen. Also mich haben hier so ein bisschen diese Gelbtöne gestört. Beziehungsweise die Orangetöne, die Gelbtöne gar nicht mal so sehr. Man muss auch aufpassen, wenn man jetzt zu viel Gelb rausnimmt, dann siehst du schon, was passiert. Dann wird das ganze Bild schwarz-weiß und nachher muss man hier mit den Gelbtönen echt so ein bisschen aufpassen, weil man dann auch die Grüntöne so ein bisschen rausnimmt. Aber so ist das doch schon ganz okay. So, ich werde auch das Grün und das Gelb noch ein bisschen heller machen. Ja, so sieht das doch schon echt ganz gut aus. Und ich werde auch in die Teiltonung reingehen, glaube ich, und so ein bisschen die Lichter hier noch weiter Richtung Blau ziehen. Ein ganz bisschen. Einfach, um das so ein bisschen zu kontern. Ja, das gefällt mir so schon ganz gut.
So, dann wird das Bild natürlich auf jeden Fall auch wieder nachgeschärft. Mit meinem Standardwert von 80. Mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze wieder aus. Jawohl. Dann werde ich in die Objektivkorrekturen noch reingehen und die chromatischen Aberrationen entfernen. Das ist auch so Standard. Transformieren muss ich nicht machen, aber ich gehe nochmal in die Effekte rein, werde auch hier wieder so eine kleine Vignette um das Bild herumlegen, um das Ganze einfach so ein bisschen abzuschließen und den Betrachter so ein bisschen mehr Richtung Bildmittelpunkt zu lenken. Ein bisschen Dunst entfernen gebe ich auch mit dazu. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Pinsel, denn ich habe ja schon gesagt, ich möchte den Wasserfall hier noch so ein bisschen betonen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier nochmal eine Einstellung von dem letzten Bild drin. Die Sättigung werde ich rausnehmen. Klarheit kann eigentlich drin bleiben. Und ich werde noch so ein bisschen Belichtung mit dazugeben. Ja, so 0,4 ungefähr. Und jetzt male ich hier einfach nochmal so ein bisschen über das Wasser rüber. Und schau dir jetzt mal an, was damit passiert. Ja, es wird natürlich auch ein bisschen heller. Man muss gucken, ob ich jetzt vielleicht die Belichtung wieder so ein bisschen zurücknehme, damit es nicht zu hell wird. Aber wir kriegen einfach viel mehr Kontrast in das Bild noch mit rein. Und das finde ich schon echt ganz gut. Also da muss man hier einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren. Am Ende geht es darum, guten Kontrast zu haben im Bild, gute Farben zu haben. Und das finde ich so hier schon ganz gut gelungen. Ich gebe auch noch so ein bisschen Kontrast hinzu. Und die Klarheit, das gefällt mir eigentlich soweit schon. So, dann werde ich noch einen neuen Pinsel machen. Den nochmal resetten mit gedrückter Alt-Taste. Und jetzt auch nochmal ein bisschen Klarheit hier reingeben. Und jetzt hier vorne die Steine noch so ein bisschen betonen. Dass die einfach noch so ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Dass hier das Ganze einfach noch so ein bisschen, ja, rauer wird von den Steinen. Hier und hier. Der Vordergrund einfach, hier brauche ich noch ein bisschen mehr Klarheit. Aber das mache ich eben selektiv und nicht über das ganze Bild, weil es wirklich nur auf den Steinen sein soll. Also wirklich da nur die Textur noch so ein bisschen mehr hervorgehoben werden soll. Das brauchen wir halt nicht auf dem ganzen Bild. Immer ganz wichtig, dass man das möglichst selektiv einsetzt und halt nicht über das gesamte Bild so global. Okay, viel mehr kann ich hier eigentlich auch nicht machen, weil jetzt nämlich auch meine Zeit abgelaufen ist. Jetzt hier nochmal so ein kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. Also so sah das Bild vorher aus, unbearbeitet. Und das haben wir draus gemacht. Also ich habe so ein bisschen Farbe rausgenommen diesmal. Ein bisschen mehr Kontrast aufgebaut und das Ganze somit ein bisschen interessanter gestaltet. Hier vorne gerade die Steine haben noch ein bisschen mehr Struktur bekommen. Denke ich, das hilft dem Bild relativ gut, um noch ein bisschen besser auszusehen. Ja, das waren meine zwei Bilder von der 5 Minuten Raw Challenge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, kannst du natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du selber daran teilnehmen möchtest, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung steht meine E-Mail-Adresse, da einfach über WeTransfer deine RAW-Datei hinschicken und dann kommst du vielleicht in den nächsten Folgen wie immer dran. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, kommentier einfach mal in der Kommentarfunktion. Vielleicht hättest du ja auch was anderes mit den Bildern gemacht. Wie gesagt, das ist Kunst hier, das ist kreatives Arbeiten und da gibt es kein richtig oder falsch. Von daher würde mich natürlich deine Meinung besonders interessieren, damit ich auch selber vielleicht noch ein bisschen was lernen kann. Also ich würde niemals behaupten, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise ausgelernt habe, sondern ich lerne genauso wie du. Ich gucke mir auch andere Videos auf YouTube an und von daher bin ich natürlich besonders immer auf externe Meinungen auch gespannt, damit wir hier einfach ein bisschen diskutieren können und alle was davon haben. Also, falls du es noch nicht getan hast, den Kanal natürlich auch abonnieren und wenn du Bock hast, Lightroom noch besser zu lernen und besser zu verstehen, dann schau mal in meinem Online-Store vorbei. Da gibt es nämlich das Videotraining Lightroom einfach und schnell lernen. Und das Ganze ist sehr, sehr stark gebündelt und perfekt auf den Punkt gebracht, um Lightroom zu verstehen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.